Wir sind schon beim letzten Lied. Wir sind schon fast wieder durch für heute. Zum Schluss habe ich nämlich mir mal einen Instrumentaltitel ausgesucht. Aha. Der eigentlich auch als Erkennungsmelodie unheimlich gut ist und auch Erkennungsmelodie war. Und zwar war auf alle Fälle von dem ZDF-Politmagazin Ortszeit die Erkennungsmelodie, lief 65. Das war vor meiner Zeit, glaube ich, ja. Aber ich muss gestehen, ich habe es also nachgeschlagen, ich wusste es auch nicht so ganz genau mehr. Und es müssten die großen Acht von Radio Luxemburg gewesen sein, zu Zeiten von Frank Elstner, also auch Ende der 60er, Anfang der 70er, dass das da die Erkennungsmelodie gewesen ist. Die Ventures ist eine amerikanische Gruppe, die 59 sich gegründet hat, etliche damals noch LPs da auf den Markt geschmissen hat und auch relativ erfolgreich gewesen sind. Allerdings das Ganze nur 10 Jahre, dann hat sich das wohl irgendwie überlegt. 69 war so der letzte Charterfolg mit der Musik zu Hawaii 5-0. Oh ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, man kann ja auch ein Intro als Outro benutzen. Ja, bestimmt. Nicht? Ja. Also eine Erkennungsmelodie zum Schluss spielen. Ja. Und, ist übrigens was aufgefallen? Bei dem Lied? Nein, generell. Wie generell? Bei unseren Liedern? Nein? Ich habe kein Fußballlied genommen heute. Ach so, weil so heute Englische dran sind oder was? Die waren ja auch mal deutsch. Vorher waren wir doch in Spanien, waren in Schweden. Ich habe kein Fußballlied heute genommen. Ja, ich bin auch sehr dankbar. Naja, da muss ich beim nächsten Mal wieder eins nehmen. Vielleicht von PSV Eindhoven oder so. Mal gucken. Großartig. Ich habe noch was im Petto. Nein, also das letzte Lied, was wir dann heute spielen, ist von den Ventures, Swinging Creeper. Bis und zum nächsten Mal. Aus dem Studio des Schneckenradios. Grüßen der Carsten und der Rolf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bye. Ciao.